ist im Stadion, ist das schön. Ohne Lachen geht bei mir nichts. Gut, man kann nicht immer über die Eintracht lachen. Aber hier ist meine Heimat. Hier bin ich daheim. Nur, das Ding hier heißt nämlich immer Waldstadion. Und nicht Commerzbank Arena und nicht Deutsche Bank Park. Es ist und bleibt für mich das Waldstadion. Seine Eintracht, sein Leben. Doch ein Teil davon bleibt lange im Schweigen. Ich habe ein Buch gemacht zum Thema Eintracht im Nationalsozialismus. Und in der Zeit haben sich mehr die Rentner am Riederwald getroffen und haben da Kaffee getrunken. Und irgendwann kam der Sonny, wir hatten da das Vereinsarchiv, kam der Sonny samstags früh zu mir und hat gesagt, junger Mann, kommen Sie mal mit. Und dann hat er gesagt, Sie haben doch das Buch geschrieben, ich kann Ihnen da auch einiges zu erzählen. Und da kam es raus, dass er nach Theresienstadt deportiert wurde, dass er ein Verfolgter war. Ich habe dann mir gesagt, Sonny, das musst du mal im Museum erzählen, du musst mal vor jungen Leuten darüber berichten. Da hat er sich aber lange Zeit gegen gewehrt. Er war ganz oft hier im Museum. Er ist ganz bekannt bei der Eintracht als Eintracht-Fan. Und erst vor 3 Jahren hat er dann begonnen, darüber zu reden. Ich heiße Helmut Sonneberg, bin in Frankfurt-Main geboren. Und als unehelicher Sohn meiner Mutter. Das alles ist mir aber erst bewusst geworden, als ich 7 Jahre alt war. Da hat unsere Hausbesitzerin und die Bäckersfrau mich zur Seite genommen und das alles ist passiert nach dem Brand der Synagogen. Da hat die mir eröffnet, du heißt nicht Wessinger, du heißt Sonneberg, du bist Jude. Jetzt wusste ich mit meinen 7 Jahren damit gar nichts anzufangen, sondern die hat mir das erklärt, dass es eine andere Religion sei. HJ-Heim gegenüber. Ich habe nur hinterm Vorhang immer geguckt. Dann hörst du, wie die dort, die singen dann. Alles Mögliche, was weiß ich viele. Unter anderem auch, das ist ja auch drin, der Juden, das Judenblut vom Messer spritzt. Und er wusste, und er weiß dann, wie dir geschieht. Ich durfte nicht mehr in die Schule, die Mutter wurde dienstverpflichtet, meine Schwester durfte in die Schule. Ich war ja nur Halbjüdin. Meine Mutter war geschützt durch die Mischehe von meinem Vater, der im Ersten Weltkrieg ja Soldat war, gut dekorierter Soldat. Und ich musste also raus, weil ich da nicht reinpasse. Und so kam ich ins Waisenhaus. Februar 45, ein Brief. Doch noch die Deportation. Sonny und seine Mutter müssen ins KZ Theresienstadt. Ein letztes Familienfoto. Ich weiß, dass jeder geweint hat in der Familie. Alle. Weil wir gedacht, die Maßgabe war ja laut Brief, wir werden verschickt zum Arbeiten. Bekommen in eine andere Stadt oder in einen anderen Bezirk oder Land. Keine Vorstellung gehabt damals. Wir fahren zum Arbeiten, wir kommen nach irgendeiner Zeit zurück. Aber meine Mutter und mein Vater, die waren ja schon alt genug, erwachsene Leute, die wussten, da gibt es kein Wiedersehen. Wir mussten uns einfinden an der Großmarkthalle, 14. Februar, 14 Uhr. Da waren hunderte Leute ungefähr da. Da sind wir da in so einen Viehwaggon gesperrt worden. Und so ging das weiter bis Theresienstadt. Da kam er dann nachts dort an. Und wenn du als Junge, ich war ja 13 Jahre alt, wenn du schon im Krieg hier Entbehrungen hast und kommst dann hin und kriegst morgens eine Suppe und mittags eine Suppe und abends eine Suppe, mal dick und mal dünn und mal süß und mal ein bisschen sauer, und dann hast du Hunger. Und Hunger kann solche Schmerzen, tut so weh, hast du Schmerzen in dir und du kannst die Symptome ja gar nicht erklären, wieso du jetzt Schmerzen hast. Da hast du den Kopf unter der Wasserkrane gehalten und dann hab ich Wasser getrunken, bis es gekluckert hat. Und dann hat sich das da drin wieder beruhigt. Gut, ich habe es überlebt. Gott sei Dank hat das tausendjährige Reich nur 12 Jahre gedauert, sonst wäre ich heute nicht mehr da. Ja, und so kam das dann nach dem Krieg. Als ich gelernt habe, habe ich ja bei der Lehre, wir waren 20 Lehrbuben bei der Auto-Union, und kam ich zum Fußball. Und da hat einer gesagt, du musst auch in den Verein gehen, da kannst du trainieren, da kriegst du was gezeigt. Und so kam ich zur Eintracht. Mitgliedsbeitrag 50 Pfennig. Da war ich bei der Eintracht. Mir blutet das Herz nur, wenn ich über manche Dinge reden soll, die mir heute noch wehtun. Über die Eintracht rede ich gern, auch ohne Tränen.
obwohl mir die Eintracht auch viele, viele Tränen gekostet hat. Ich bin ja auch überall mit hingefahren, so wie heute die Fanszene ist. So war die damals ja nicht. Man musste ja, es gab ja nicht einmal ein Emblem von der Eintracht. Das musste man sich selbst basteln oder sticken oder irgendwie. Ich war immer in Eintracht, da bleibt immer bis zum letzten Atemzug ist die Eintracht meine große Familie, sage ich immer und immer wieder. Sein Leben, sein Leiden, seine Leidenschaft. Zum 90. Geburtstag Spuren suchen und Halt finden. Meine Tochter, Enkelin und Urenkelin haben mir zum Geburtstag ein Fotoshooting hier im Stadion geschenkt. Und da hab ich, packt er den Pokal aus. Sag ich, ja, bist du denn narrisch? Ich bin doch nicht nur Pokalsieger, ich bin deutscher Meister. Hol dich, hat er extra die Vitrine aufgemacht, da die Schale raus. Gibt's Bilder davon. So war das.